Das Lied »Es ist ein Ross entsprungen« führt mich zu meinen, zu unseren Wurzeln. Wenn wir früher, als ich Kind war, als Familie aus dem Gottesdienst am Heiligabend kamen und das Lied gesungen hatten, fragte mich mein Vater gern, »Weißt du, wer Jesse ist?« Von Jesse kam die Art. Meist hatte ich die Antwort übers Jahr vergessen und dann erklärte es mir mein Vater wieder. »Jesse?« Das ist Isai, das ist der Vater Davids. Das alles gehört zum Stammbaum des Volkes Israel, so wie Jesus eben aus dem Geschlechte Davids. Das Wunder? Manches Jahrhundert in dieser Geschichte schien es, als sei alles abgebrochen, der blühende Baum nur noch stumpf und stiel. Und nun aber nein, es ist ein Ross entsprungen. Die Geburt Jesu ist ein Zeichen eines von vielen, Gott bleibt treu. Bleibt seiner Geschichte treu, bleibt Israel treu. Gott bleibt seiner Liebe zu uns treu. Das feiern wir mit der Geburt seines Sohnes, Gottes treues Bleiben, versprochen von Jesse her, von den Wurzeln her. Weihnachten ist für mich das Fest, an dem wir dieses alte Versprechen, wie das Leben sein soll, von Gott gewollt, voller Liebe, wie wir da wieder hineingehen, hineinkommen. Komm, sagt Gott, ich mache euch die Tür auf. Seht, es ist immer eine neue Blüte am Baum. Auch wenn das Leben nur noch stumpf und stiel scheint, Gott bleibt und lässt neu blühen. Ich habe mir das gerne jedes Jahr von meinem Vater neu erzählen lassen, wer Jesse ist. Irgendwann wusste ich es, aber es ist doch viel schöner, es wird erzählt, immer neu. Das Lied, es ist ein Ross entsprungen, führt mich in die Zukunft. Die letzte, spät dazugekommene vierte Strophe spricht von Jammertal und Freudensaal und besingt, wie Jesus uns von hier nach dort geleitet, vom Jammertal in den Freudensaal. Das ist in diesem Jahr zu Weihnachten eine besonders berührende Strophe für mich. Das Virus Covid-19 zeigt uns in besonderer Weise, was für ein Jammer
dieses Leben eben auch oft ist. Menschen an Beatmungsgeräten, Menschen in Angst bei jedem Atemzug, Menschen im Sterben, Menschen, die vermisst werden, die uns fehlen. Dieses Jahr Weihnachten ist das sehr nah. Mancher Platz am Baum bleibt unbesetzt, manches Zuwinken geht nur noch über Entfernung oder digital. Dass Jesus vom Jammertal in den Freudensaal geleitet, das ist die große Hoffnung, die uns verbindet und die mit diesem Fest schon so gut sichtbar wird, weil der da geboren ist, mitten hinein in unsere Ängste und Risse geboren wird, mitten im kalten Winter, wie es das Lied sagt, mitten im Stall, mitten in der Krippe, mitten im Matsch, unter uns. Und weil er um das Jammertal weiß, dieser Sohn Gottes, deshalb kann er uns in den Freudensaal führen. Er kennt die Angst der Covid-Erkrankten, er wartet und geleitet mit seinem Licht ins Leben und zu sich. Das ist unsere Hoffnung an diesem Fest. Das Lied, das ist ein Ross entsprungen, ist schönste Gegenwart. Sowieso, weil Singen immer schönste, reinste Gegenwart ist. Im Hören werden wir ganz Ohr und im Singen ganz Mund und Körper. Wie sehr wir das brauchen, spüren wir dieses Jahr besonders, wo es nicht geht, nicht als Gemeinde, nicht als großer Gesang. So gehe ich in dieser Gegenwart in Gedanken auf dem C des Liedes entlang. Das am Anfang vorsichtig umspielt wird, bevor wir der Tonfolge folgend herabsteigen. So wie Gott herabgestiegen ist, heruntergekommen und hat ein Blümlein gebracht aus Gottes ewigem Rat, war Mensch und wahrer Gott. Das sind die Halbverse, bei denen wir mit der Melodie heruntergehen. Gott beugt sich zu uns, rettet von Sünd und Tod. Das ist die Gegenwart, reinste, schönste Gegenwart. Das ist Weihnachten. Einfach sein, gerettet, gewiss. Vom C zum C, hinauf und herab. Was hat Michael Praetorius für diesen Text, für eine wunderbare Tonfolge gefunden? Und nun Gunther Kennel, einen wunderbaren Satz zu diesem Lied. Der eine vor über 400 Jahren, der andere jetzt. Zu etwas vor über 2000 Jahren Geschehenem. Und das Versprechen ist noch älter, von Jesse kam die Art. Aber das alles ist jetzt und unsere Zukunft. Frohe, gesegnete Weihnacht. Gott ist da. Amen.